Kurz nach der Pause durften sich die Hausherren dann zweimal freuen. Klaus Jasula fiel ohne erkennbare Berührung im Bochumer Strafraum, woraufhin Schiedsrichter Florian Badstübner auf den Punkt zeigte. Flip Clement verwandelte sich ja, 52. Und Paderborn setzte nach. Nur zwei Minuten später vollendete Sven Michel einen sehenswerten Konter zur Führung für den SCP, 54. Trotz des zweifelhaften Elfmeters war die Führung verdient. Der VfL Bochum tat sich nun schwer im Spiel nach vorne, bis zur 79. Minute. Robbie Kruse spielte einen Sané-Pass ins Zentrum, wo Silva Ganvula den Ball über die Linie boxierte. Und schließlich hätte Bochum sogar fast noch gewonnen. Erneut spielte Kruse einen Klasse-Pass in die Tiefe auf Ganvula, der den Ball minimal am rechten Pfosten vorbeischob, 89. Der nächste Gegner des VfL Bochum ist am Sonntag, 18. September 16, nach der Länderspielpause der FC Ingolstadt. Der SC Paderborn tritt zeitgleich beim 1. FC Köln an.